Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Mr. Prepper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ja, wir haben eigentlich jetzt alles soweit erledigt, ne? Wir können mal gucken, was war, wie es mit der Rakete ausschaut. Wir brauchen noch 3 Plastikteile und 10 Textilien, die haben wir auch. Also im Endeffekt fehlen uns nur noch... Ah ne, stopp, 3 Plastikteile. Quatsch, 3 Elektroteile, aber es sind nur noch 2 Elektroteile, die wir brauchen. Naja, die können wir uns doch kaufen. Chatsons, hier. Gif Elektroteile. So. Und dann machen wir die Rakete fertig. Schmeißen den lustigen Schalter an und dann würde ich sagen, hauen wir ab, oder? Es sei denn, da kommt nochmal was, das weiß ich nicht. Die sieht noch nicht so wirklich fertig aus, die Rakete. Vielleicht brauchen wir noch Phase 5. Mal gucken. Wird schon werden. Wird schon werden. Alles wird gut. Habe ich mir sagen lassen. Von einem weisen Mann. So. Wie schaut's aus mit unseren geilen... Oh, Orangen. Naja, stellt ein bisschen was her, ne? Kann man sich gönnen. So. Gut, bauen müssen wir soweit nichts mehr. Es ist alles ready, ne? Wir brauchen nur noch diese 2 Teile und dann bauen wir wieder. Auf geht's. Zerlegen. Den zerlegen wir auch noch. Einfach, weil es schön ist. So. Stopp. Jetzt. Ah, nee, stopp. Nein. Nochmal runter. Wir brauchen ja dieses Raketen... Das nehmen wir auch gleich mal mit. So. Aber ich glaube, das sind die letzten Teile für die Rakete, die wir noch haben, ne? Das heißt, das Ding kommt rein. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Bauen. Auf geht's. Oh, nice. Ich glaube, die wird fertig. Holy shit, ich glaube, die wird fertig. Ja. Fertig. Mein kleines, glänzendes Projekt ist fertig. Der letzte Teil meines ultimativen Fluchtplans. Die Startsequenz kann ab jetzt jederzeit gestartet werden. Jetzt muss ich nur überlegen, ob es noch irgendwas in Americaville zu tun gibt. Da gibt es kein Zurück mehr. Diesmal nicht. Okay. Okay. Na, weißt du was? Ich lass das Zeug mal hier. Auf meine Reise sollte ich vielleicht ein bisschen Energy Drinks mitnehmen. Das könnte ein längerer Flug werden. Aber wir haben ja. So. Und dann müssen wir ja diesen Schalter noch. Den Signalschalter. Den müssen wir irgendwo hier oben. So. Den müssen wir noch anschließen. Zack. Okay, das Licht wurde installiert. Jetzt muss ich nur noch auf die Schlaflosen warten. Ich sollte rausgehen und nach ihnen Ausschau halten. Dann machen wir das doch mal. Im heimischen Gärtchen. Da kommen sie. Hi. Na, ihr Nasenbärchen. Oh, hier sind sie. Guten Tag. Wuff. Hey. Hallo, Mr. Prepper. Ah. Hallo, Bob. Bin ich froh, dass du noch Zeit hast, vor der großen Operation bei mir vorbeizuschauen. Ihr solltet dann übrigens weggehen, weil hier ist, ne? Bist du bereit? Hörst du die Leute singen? Ist das Ironie oder glaubst du nicht an unsere Sache? Ah, nein, das ist es nicht. Es ist nur, ich bin viel mehr ein Einzelgänger und ich sehe mich nicht unter einem Banner marschieren. Aber ich wünsche euch das Beste. Glaubst du, ihr habt heute die Chance? Seid ihr bereit?
wie wir es jemals sein werden. Wir haben sowieso nichts zu verlieren. Ich mag deine Einstellung, aber es gibt noch eine Sache, Bob. Als freiheitsliebende Person hast du doch bestimmt auch deinen Teil an Beobachtungen gemacht, oder? Ah, meinst du die Beobachtung von dir? Wir mussten dich beobachten, um deinen Fall zu verstehen und wie er bei unserer Sache helfen könnte. Wir wussten schon beim Flugzeugabsturz, dass du etwas Besonderes bist. Du hast früh angefangen, die Agentur auszutricksen und die meisten von uns Schlaflosen sind angestrengt, nicht von der ehrenden Schlange beeinflusst zu werden. Körperliche Barrieren, Vermeidung des nächtlichen Zurücksetzen, regelmäßiger Kontakt zu anderen Wachenleuten, Konzentrationsübungen. Und du konntest der Bewusstseinskontrolle durch pure Willenskraft widerstehen und dich auch noch beschäftigen. Absolut bemerkenswert. Dein Beispiel gibt uns Hoffnung. Wir sind sehr dankbar, dass wir dich auf unserer Seite haben. Vielen Dank, Mr. Prepper. Keine Ursache. Ich werde aber die ganze Geh-nicht-auf-die-unteren-Etagen-der-Mine-Sache nicht vergessen. Viel Glück heute. Möge die ganze Stadt schlaflos werden. Hoffentlich. Und viel Glück mit deiner glänzenden Metallkugel. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen, Prepper. Gleichfalls, Bob. Du bist mein Lieblingsbücherwurm-Revolutionär. Pass auf dich auf. Bell, Bell. Ja, mein kleiner Chupacabra. Wuff, wuff, genau. Hey. Hi, Prepper. Wuff. Oh, hi Joe und Chupacabra. In der Stadt? Ich habe euch hier nicht erwartet. Du bist jetzt auch einer der Schlaflosen. Ach, weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich als Mitglied sehe, aber ich helfe ihnen, ja. Nach all den Jahren, in denen ich über Verschwörungstheorien gelesen habe, wollte ich nicht die Chance verpassen, einer geheimen Organisation beizutreten. Ich meine, die Schlaflosen haben schon ein bisschen Illuminati-Flair mit den ganzen Augen, oder? Ja, das stimmt. Naja, zumindest das Beste, was Maricaville County hat. Was glaubst du passiert danach, nach dem Erwachen? Das Lustige ist, ich habe wirklich keine Ahnung. Wir hoffen, dass wir genug Leute aufwecken und uns gut organisieren, um den lokalen Agenten Widerstand zu leisten. Und danach sehen wir weiter. Ich habe aber Angst, dass das Erwachen etwas anderes auslöst. Eine Reaktion des Deep States. Eine massive Freisetzung von Chemtrails. Eine Aktivierung der Ionosphäre. Ja, sehr gut. Aber egal, was passiert. Ich möchte es aus der Nähe sehen. Auf meinem Schrottplatz wird es manchmal langweilig, weißt du? Und dein Staat, ich weiß, dass du gehst und wollte mich noch verabschieden. Ich glaube, wir haben uns gut verstanden, Mr. Prepper. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch, Joe. Ich habe deine Hilfe und Gesellschaft genossen. Ja, Chupacabra, dich mag ich am allerliebsten. Wer hat dich eigentlich entführt damals? Ja, Chupacabra. Aber sag mir noch eine Sache, Prepper. Du hattest deinen Anteil an der Arbeit für die Agentur, oder? Du hast es also auch mitbekommen, oder? Ja, es hat sich herausgestellt, dass ich für die Agentur gearbeitet habe. Aber das war ein anderes Leben. Ein früheres Leben. Oh, ich weiß. Aber halte dich nicht davon auf, Prepper. Die ganze Weltgeschichte ist voll mit Doppelagenten und Überläufern. Und ich habe es mit eigenen Ohren gehört, wie wütend sie auf dich waren. Wie? Du bist nicht die einzige Person, die weiß, wie man ein Funkgerät benutzt, Prepper. Als Fort Observer noch aktiv war, hatte ich eine meiner Antennen auf die Basis gerichtet. Dadurch habe ich manchmal militärisches Geschwätz empfangen. Meistens nichts Wichtiges oder nur ein paar Codes, die ich nicht verstanden habe. Aber eines Tages ging der Radio los wie ein Feuerwerk am 4. Juli, als wir noch gefeiert haben. Sie haben irgendetwas über die Abteilung für Wohlbefinden geschrien. Ich habe gedacht, jemand hat ihre Sauna kaputt gemacht oder so. Aber dann haben sie gerufen, dass jemand die Hunde rausgelassen hat. Ja, Chupacabra, genau, die Hunde. Das stimmt, und es hat sich so angehört, als ob es eine wirklich große Sache war. Und ich glaube, die Hunde waren keine normalen Hunde. Und dann haben sie gesagt, dass irgendjemand Freiheit auf irgendein Glas geschrieben hat, als ob es ein Schimpfwort wäre. Und dann gab es eine offizielle Ankündigung. Es war verboten, das geschriebene Wort zu wiederholen. What the fuck? Sie waren auch schockiert, als sie herausgefunden haben, wer der Saboteur war. Ich habe den Namen damals leider nicht aufgegriffen, aber sie haben so reagiert, als ob der Präsident selbst übergelaufen wäre. Und dann gab es eine Warnung über einen unbefugten Start vom Flugfeld. Alle im Funk wurden verrückt. Kurz danach gab es eine kurze Ankündigung, dass der Funk abgestellt wird. Und alles wurde stumm. Wie hast du herausgefunden, dass ich es war? Oh, nach dem Absturz war es recht einfach, das Puzzle zusammenzusetzen.
Also, warum warst du bereit, einem ehemaligen Agenten zu helfen? Ach, komm schon, Prepper. Ich, ein Mithelfer einer geheimen Rebellenorganisation und ein Überläufer aus der Agentur? Das ist das Zeug aus meinen Träumen! Stimmt, es war mir eine Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Guten Flug, Prepper. Eine letzte Sache noch. Ich bin zwar keiner dieser Leute, aber nur für alle Fälle. Bitte denk daran, aus dem Fenster zu schauen, um zu sehen, ob die Erde wirklich rund ist. Ein Flat Earther auch noch, sehr gut. Es wäre ziemlich lustig, wenn es nicht so ist. Natürlich kann ich machen. Man sieht sich, Joe und Chupacabra. Ach, der Hund. Ganz toll. So, Jenny. Hallo, Butterblume. Endlich ist deine Zeit zum Blühen gekommen. Hallo, Jenny. Warum redest du eigentlich immer in Pflanzenmetaphern? Nur, wenn ich es fruchtvoll finde. Ach so. Genau, das ist übrigens das erste Mal, dass ich dich außerhalb vom Wald sehe. Ich muss wegen der Operation hier sein. Ich will sehen, ob sich alle nach meinen Kräutern wohlfühlen, weißt du? Was? Und ich möchte auch gerne Mary wiedersehen. Schauen, ob ich ihr helfen kann, sich an ihr Leben zu erinnern. What? Wenn nicht, werde ich nur schauen, ob es ihr gut geht. Es tut mir leid, ich bin an all dem schuld. Das Erdenschlangenprogramm. Einige meiner Erinnerungen kamen zurück. Ich weiß, Butterblume. Aber du bist jetzt eine andere Person. Das ist das Einzige, was zählt. Immerhin war es deine Entscheidung zu fliehen und ich kann mich noch an die Suche nach einem Absturz erinnern. Ich habe es von meinen kleinen Verstecken im Wald aus beobachtet. Es war also hier haben sie echt Fehler reingebaut, noch und nöcher, du. Da sollte mal jemand drüber schauen, du. Aber sie haben nicht erwartet, dass du komplett verloren, ohne Erinnerungen im Wald herumirrst, anscheinend unter dem Einfluss vom Satellit. Du hast das gesehen? Mit meinen eigenen alten Augen. Und dann haben sie dich aus irgendeinem Grund einfach gehen lassen. Vielleicht um dich zu beobachten. Und dann, naja, hatten nicht nur sie dieselbe Idee. Ich weiß, dass ich von den Schlaflosen beobachtet wurde. Habt ihr irgendwelche Schlussfolgerungen durch die Beobachtungen erhalten? Dass du eine einzigartige Person bist. Ach, danke, Oma. So süß. Zuerst warst du wie der Rest von Maricaville unter Bewusstseinskontrolle, aber sie hat bei dir nicht lange angehalten. Deine Entschlossenheit ist faszinierend. Du hast schnell angefangen, deine eigenen Sachen zu machen. Die Agentur hat es nicht früh genug bemerkt. Dann hast du versucht, mit deinem Auto zu fliehen. Ich denke mal, dass du dich an den Rest selbst erinnerst. Weißt du, Jenny, ich bin froh, dass ich den Brief von dir bekommen habe. Du bist meine Lieblingsoma aus dem Wald. Und auch meine Lieblingsoma. Aus dem Wald. Und du bist mein Lieblingsjunge. Guten Flug, Butterblume. Und viel Glück bei deiner Suche nach grüneren Weiden. Und denk daran, immer gut zu essen und Tee zu trinken. Und jetzt noch einen schönen, dicken, alten Nivea-Schmatzer auf die Backe. Komm, tu es. Oder auch nicht. Wuff. Na gut. Das war's. Zeit für mich zu gehen. Guter Flug. Guten Flug, Prepper. Auf Wiedersehen, Butterblume. Viel Glück da draußen. Lebe wohl. Ja, ja, leb wohl. Leb wohl, Mr. Prepper. Auf Wiedersehen. Auf Wiedertschüssen. Was? Wer ist das? Der Agent? Hä? Hä? Auf. So, oh, wenn ich jetzt einfach Lucille und so da reinschmeiße. So. So. Zu nächtlicher Stunde, Mr. Agent. Hallo. Guten Tag. Hi. Hallo, Mr. Prepper. Hallo. Ich habe keine Inspektion erwartet. Ich dachte, dass ich keine mehr brauche. So, hier übrigens, ich habe hier oben nur Disco-Licht. Ah, Sie haben mich ohne meine Brille erkannt. Sie sind sehr scharfsinnig, Mr. Prepper. Ach, warte mal. Warte mal. Ich dachte, dass meine Tarnung länger anhält und ich hätte Sie überraschen können. Und was die Inspektion angeht, ich mache so etwas nicht mehr. Das ist der Minuteman. Es ist nicht Ihre fehlende Brille, die Sie verraten hat. Ich kenne Ihre Stimme nur sehr gut. Das ist ein Standardprotokoll, wissen Sie? Aber ich muss zugeben, dass ich sehr verwirrt bin, Mr. Agent.
Ich erkenne nicht den Sinn von Ihrem Besuch. Oh, Mr. Prepper, bitte nennen Sie mich ab jetzt Minuteman. Ah, ich wusste es, ich wusste es. Es war so klar. Man hatte das so ein bisschen im Hinterkopf immer, dass er das ist. Oh, ich dachte, Sie hätten das schon herausgefunden. Ja, ich bin die Person, die Ihnen die ganzen Gegenstände und Informationen geschickt hat. Und danke, dass Sie auch meine, dass Sie meine Anfragen erfüllt haben, Mr. Prepper. Also, willst du mir erzählen, dass all die Inspektionen und Berichte nur Show waren? Hattest du Spaß, mich zu belästigen, Minuteman? Aber Mr. Prepper, ich musste den Schein wahren. Ich musste gute Arbeit für die Agentur leisten, um dir helfen zu können. Und ich habe auch nie unter deinen Teppich geschaut. Da ist nix. Oh, natürlich, du hast einfach nur Befehle befolgt. Aber wie hast du es geschafft, dem Hinterhalt der Agentur zu entkommen? Ah, das. Ich dachte, ich werde tapfer sterben, aber am Ende war es nicht so schlimm. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es einen Hinterhalt gibt, aber es hatte sich in Wirklichkeit nur um einen älteren Agenten gehandelt. Er hat sich zurückgezogen, nachdem ich einen Warnschuss abgegeben habe, vermutlich um Verstärkung zu holen. Ich habe die Möglichkeit genutzt und bin von meinem Versteck weggerannt. Und hier bin ich. Ich konnte es mir nicht verkneifen, mich mit meiner wahren Identität vorzustellen. Okay, ich fühle mich geehrt, aber du schuldest mir immer noch ein paar Erklärungen. Warum hast du mich als Brieffreund genommen? Du bist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen, als wir noch zusammengearbeitet haben. Was? Ja, aber du würdest dich nicht an mich erinnern, selbst ohne deinen Filmriss. Ich war nur ein regulärer Agent, der dem Ford Observer zugeteilt wurde. Und du warst dort so etwas wie ein Superstar. Oh, hör auf mit der falschen Bescheidenheit, Mr. Prepper. Du warst ein erstklassiger Ingenieur. Deine Lösungen waren absolut entscheidend, die ehrende Schlange in den Orbit zu bekommen und dort zu behalten. Ach, ich hab den Satelliten abgefeuert. Ach, herrje. Und du hast deinen Job geliebt. Du warst engagiert, fleißig und auch noch sehr kontaktfreudig. Jedes Mal, wenn ich dich in der Basis gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ich möchte wie dieser Typ sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich geschmeichelt sein soll. Was ist aber dann passiert? Warum habe ich aufgehört, für die Regierung zu arbeiten? Um es kurz zu sagen, nach dem erfolgreichen Start der ehrenden Schlange wurde dir langweilig. Die Überwachung vom Satellit war zu einfach, alles hat funktioniert wie geplant. Du hast angefangen, andere Teams zu besuchen, hast Kontakte geknüpft, ihre Arbeit kennengelernt und geschaut, ob du irgendwo helfen kannst. Und eines Tages hast du die Abteilung für Inspiration und Wohlbefinden besucht. Man muss diese militärischen Namen heutzutage lieben, also was haben sie gemacht? Nun, weitere Tests und Instrumente, die in die ehrende Schlange eingebaut wurden. Die Wellen, weißt du? Und sie haben, wie üblich, Tests an Hunden durchgeführt. Ach, wollten die vielleicht Chupacabra testen? Ich muss dich hier mal unterbrechen, ich kann mich erinnern, aber ich wünschte, ich würde es nicht. Natürlich. Du warst jedenfalls die nächsten Tage nicht du selbst, nicht mehr so kontaktfreudig. Und eines Morgens bin ich zu einem Alarm in der Basis aufgewacht. Alle rannten herum und haben geschrien. Es stellte sich heraus, dass jemand in die Abteilung für Inspiration und Wohlbefinden eingebrochen ist, die Hunde rausgelassen hat und das Wort Freiheit in großen Buchstaben auf den Einwegspiegel in der Testkammer geschrieben hat. Das haben wir sogar gesehen, als wir in Ford Observer waren. Und dann hat die Person ein Flugzeug gestohlen und ist ohne Genehmigung gestartet. Und wer ist am nächsten Tag nicht in die Arbeit gekommen? Unser Mr. Prepper. Es scheint so, als ob alles zusammenkommt. Stimmt's? Unglücklicherweise hat dich eine Flugabwehrrakete erwischt, bevor du aus der Reichweite warst. Sie sind nie bis zu den Trümmern gekommen, aber sie haben dich verirrt im Wald gefunden. Sie wollten dich als Beispiel benutzen. Und warum haben sie es nicht getan? Sie haben erkannt, dass du ein perfektes Testobjekt bist. Wovon redest du? Die Auswirkungen der ehrenden Schlange beobachten. Du hast deine Erinnerungen verloren, also warst du ein unbeschriebenes Blatt für die Bewusstseinskontrolle. Da ist das Ding übrigens. Aber du warst dafür bekannt, dass du eine starke Persönlichkeit hast. Die perfekte Situation, um die Stärke des Satelliten zu testen, oder?
Also haben sie einen Agenten beauftragt, dich zu überwachen und haben dich freigelassen. Also, freigelassen. Hast du mich überwacht? Nein, der Agent wurde gefeuert, nachdem du versucht hast, mit deinem Auto zu fliehen. Und dann habe ich sie überzeugt, das Experiment fortzusetzen. Ich habe ihnen reguläre Kontrollen vorgeschlagen und sie haben zugestimmt. Außerdem wollte ich dich genauer beobachten. Das ist unheimlich, Minuteman. Nein, ich habe dich bewundert. Ich war von dir fasziniert. Deine Flucht, die Hunde, die Schrift an dem Spiegel, es war wunderschön. Und zu dem Zeitpunkt war ich eh schon gelangweilt davon, wie stumpf die Agentur ist. Also habe ich mich dazu entschieden, dir zu helfen. Ich musste den Schein wahren, also führte ich die Inspektion recht gründlich durch. Erschuf aber auch mein alter Ego namens Minuteman, um dir zu helfen. Also alles nur Show. Und was war für dich drin? Ich wollte nur unbedingt der interessantesten Person in Maricaville helfen. Ja, aber abgesehen davon. Also Mr. Prepper, du musst wissen, dass ich durch die Agentur Zugang zu besseren Quellen außer die Wahrheit, Gott schütze den Präsident, habe. Und die internationale Situation ist auch sehr, sehr angespannt, weil die Erden der Schlange nicht nur unser großartiges Land betrifft. Ich befürchte, dass ein ausländischer Angriff unmittelbar bevorsteht. Ach je. Also willst du... Mr. Prepper, ich habe mir so oft Mühe gegeben. Komm bitte zum Punkt. Ich möchte in deiner Rakete mitfliegen. Schau, das ist doch eine konkrete Antwort. Und nein, das wird nicht passieren. Aber Mr. Prepper! Nein, es ist unmöglich. Es ist nur genug Platz für eine Person und ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Rakete fliegen kannst. Ah, Mr. Prepper, wir sind in großer Gefahr. Wir wissen nicht, wie lange America will und das ganze Land noch überlebt. Nun, okay, du kannst meinen Bunker haben, nachdem ich weggeflogen bin. Ich brauche ihn nicht mehr. Die ganzen Sachen drin sind nicht konform mit dem Akt für Sicherheit und Wohlbefinden. Aber ich hoffe, dass es dich nicht stört. Vielen Dank, Mr. Prepper. Das wird sehr helfen. Und viel Glück mit deinem Flug, wohin auch immer du fliegst. Ich muss zugeben, dass ich dachte, dass unser Treffen etwas freundschaftlicher wäre. Das ist ein Standardprotokoll, Minuteman. Okay. Aber was ich jetzt... Was ich jetzt nicht so ganz verstehe... Erstens, warum ist das jetzt gerade so laut? Und zweitens, was ich nicht so ganz... Achso, ich möchte mein Zeug wieder mitnehmen. Ich brauche das bestimmt. Minuteman kriegt nix. So, was ich nicht so ganz verstehe, warum war Fort Observer leer? Haben sie das aufgegeben? Habe ich da irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich habe ich was verpasst. So, wir nehmen die Gürkchen mit. Die brauchen wir. Tschüss, Jungs. Ich bin ja mal weg. Tschüss, Minuteman. Mach's gut. Hat er noch was zu sagen? Nee, kann man gar nicht. Doch, kann man noch. Nee, kann man nicht mehr anquatschen. Na gut. Tschüss, Pflanzen. Tschüss, Waterloo 1815. Tschüss, Bewässerungsgerät. Und, naja, dann würde ich sagen, let's go. Endlich. Hier endet alles. Ich werde gleich in einer riesigen Metallkugel von hier wegfliegen. Weg von hier, dem langweiligsten Ort der Welt. Tschüss, Maricaville. Ich werde dich nicht vermissen. Gott schütze den Präsidenten. Und so. So, Klappe zu. Affe tot, oder? Abflug, wir haben es geschafft. Wow, das war beeindruckend.
Es ist soweit. Beginnen wir mit der Operation Erwachen. Aye, aye, Captain. Ich bin bereit. Pflanzen wir die Samen der Revolution. Was machst du hier? Ich kann es erklären, aber es ist eine lange Geschichte. Es würde zu lange dauern. Aber ich bin auf eurer Seite. Ende gut, alles gut. So, wir fliegen. Oh. Ach, du grüne Neune. Himmel! Nein, eine Explosion! Ich hatte recht. Dafür habe ich mich nicht angemeldet. Gute Güte, nicht hinschauen, Bob. Wir stehen das durch. Nein, wir sind nicht auf das vorbereitet. Ach, ich steuere jetzt den Bob. Nee. Nehmt meinen Bunker, los! Geht runter da! Hüpft rein! Runter mit euch! Los! Perfektes Ende! Rumble of engines. Overwhelming speed. This is what everything has led to. I went through a plane crash. Memory loss, government surveillance. I dug myself a second home underground. And then I fought, farmed, explored, and built my way out of that damn town. In my previous life, I worked for the regime. In this one, I've helped some weird dreamers like me fight it. Onward, to new beginnings, to freedom. Shit. Ja. Oh, da fliegen wir. Oh, ich kann das Ding steuern. Wie geil ist das denn? Bam, 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 bam. Cool. Oh. Aber wir können Punkte machen. Kriege ich da was für, wenn ich... Ah, ich hab's schon verkackt. Ich hab's leider schon verkackt. Mist. Aber cooles Ding. Was ein geiles Minigame. Hui. Ob's da wohl... Da gibt's bestimmt ein Achievement für. Ich muss das Spiel leider nochmal durchspielen. Es tut mir leid. Ich hab verpennt. So, danke fürs Spielen. Bam. Bring nochmal plus eins. Ach, schönes Spiel. Schönes Spiel. Ich habe es sehr genossen. Oh, After Credit Scene. Ah, das ist unsere Rettungskapsel, oder? Mr. Prepper Teil 2. Ankündigung. Da sind wir. Und das war's. Schönes Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist ein sehr tolles Spiel. Mir hat das gefallen. Diese Mischung aus Survival und Adventure, Point-and-Click-Adventure, fand ich cool. Fand ich wirklich cool. Sehr, sehr schönes Spiel. Wirklich genial. Mittlerweile gibt es ja nochmal so ein paar spezielle Modi, die dazugekommen sind. Also eigentlich zwei. Sandbox und Creative. Ja, gut. Ich fand's gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es nur empfehlen. Schönes Spielchen. Wenn es einen zweiten Teil gibt, sind wir natürlich wieder am Start. Genau. In diesem Sinne.
verabschiede ich mich hiermit hochoffiziell von Mr. Prepper. Wir haben das perfekte Ende erreicht. Haha, Wahnsinn. Ja. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren, danke fürs Liken. Und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Projekt wieder. Macht's gut. Habt noch einen wunderschönen Tag. Ciao.